anfangen. Ich versuche gerade mal mit Outer City einen Ton aufzunehmen, um bessere Tonqualität und so zu bieten. Und da kann ich dann eben hier auch lauter stellen, wenn ich zu leise bin. Und eben alles einzeln verstellen, aber ja. So, jetzt schauen wir mal, was gibt's zu tun. Nach Masking Xul gehen wir mal. Oder? Ja. Zum Maskenportal eben. Danke. So. Gibt's hier was? Ich denke nicht, dass wir was finden werden, oder? Hochposten X19. Okay. Für den Rachni kriegen. Interessant. Wieso bin ich... Oh Mann. Muss ich da rein? Das war mal wieder sehr intelligent von mir. Stirb, Reaper. Duellgießsprung erfolgreich. So. Kommunikationszentrum und die Zuflucht. Was gibt's sonst? Nichts aus über das Citadel-Leben. Ein paar Sachen. Labern. So, jetzt gehe ich erstmal aber zum Kommunikationszentrum. Bei der Unbekannte kann auch warten, bis wir den auseinandernehmen. So, jetzt bin die Umlaufbahn und landen wir mal. Dankeschön. So, Liara und James. Denn das hat so, schätze ich mal, so 30 Punkte zu verteilen, übertrieben gesagt, aber nur so nebenbei bemerkt eben. Pumpkin hat was und dem Sandsturm gehört was. So, 7 Punkte habe ich zu verteilen. Der Ruf ist jetzt ganz voll. Ich mache jetzt mal die Panzerbrechen Muni hoch. Ja. So, erhöht Gesundheits- und Panzerungsschaden um 10% oder Deckungsdurchschlag der Munition. Alter. Und die Effektivität gegen gepanzerte Ziele. Ich mache hier mal die Durchdringung hoch. Und die Effektivität. Soliera hat auch 6 Punkte, kriegt die Singularität hoch. 10% größer. Und 30% oder explodieren. Gleich genommen. Gleich die Explosion. Doch nicht übertrieben gesagt. Okay, da 30 Punkte. Waffenmeister. Kraft. Nein, Schildaufladeverzögerung. Und Gesundheit und Schild und Nahkampfschaden. So, dann Brandmunition. Für die Gruppe. Ja, der kriegt erstmal für sich selber. Kopfschussschaden. Nein, mehr Reservemuni. Und ja. So, 4 Punkte hat er noch, da kriegt er Verstärkung. Verringert erlittenen Schaden. Das ist doch mal perfekt gleich. So. Sie sind bald da.
zu hacken. Okay, machen wir. Also ich bin viel zu offensiv. Egal, da drüben sind zwei. Die war zwar voll unnötig, aber trotzdem. So, Medikit, dankeschön. Da hinten steht noch einer. Ah, es ist ein Geschütz. Ach man. So, sind hier noch Gegner da hinten? Nein. Server-Sacker-Gerät. Gag wurde deaktiviert. Alles bleibt beim Alten. Laden Sie einfach die nächsten Koordinaten hoch. Cool. So. Da vorne links ist noch einer. Den knall ich jetzt erstmal weg. Irgendwo hier? Genau da. So. Dann ist da hinten noch. Ja. Auch ein Centurio. So. Da. Oh Mann, direkt neben mir. Hilfeschatz hier. Oh nö, daneben, oder? Ja. Aber der wird daneben. So, ich brauche jetzt aber langsam Munition. Och nö. Oh, gerade so. Alter, wie viel sind hier? Nachladen und auf die nächste losgehen. Oh, dann ist ein Nemesis. Den muss ich fernhalten. Komm schon, ich weiß doch, dass du da bist. Ja. Das war es wohl. Auch wenn ich gerade einen Granate voll daneben gehauen habe und verschwendet. Alter, was ist das für eine Waffe, wo der hat? Ich glaube, es ist einfach nur so zum Anmischen für die anderen Leute. Okay, es war gerade sinnlos, weil die stand dahinter. So. Geht doch. Allerdings. Cyrus-Technologie. Danke. So, verschlagen. Dein Sackgerät. Das heißt hier hochklettern. Lauf! Na, eigentlich ist es sehr unnötig, aber immer noch keine Feinde in der Nähe. Boah, nicht decken. Danke. So. Misato, komm! Miss Sato, sind Sie da? Vermutlich Angst, die Funkstelle zu brechen. Wir brauchen die letzten Koordinaten. Grace, hören Sie. Kann nicht reden, denn Sie sind draußen. Ich weiß, Sie haben Angst. Es ist zu viel für Sie. Aber ich lasse Sie nicht im Stich. Versprochen. Okay, Commander. Aktualisiere Ihren Navi mit der letzten Position. Aber wenn Sie es schaffen, bitte beeilen Sie sich. Dann los. Jo, dann los. So, ist klar, jetzt sind wir ein Haufen Gegner da. Da oben haben die auch drin. Da hinten, da sitzt der Nemesis.
Ich warte jetzt erstmal, bis die Wirkung von der Rauchgranate nachlässt. Mal gucken, habe ich eigentlich... Ja. Weil letzte Zeit habe ich sehr oft wieder mal weggezockt. Von einem Charakter und so wieder. Und da bin ich Experte mit Schusswaffe. Also schwere Feuerwaffe. Und ja, das geht doch ziemlich ab. Deshalb nehme ich jetzt mal auch öfters die Feuerwaffe. Mann, geh doch weg, du scheiß Tutorio. Mann, das steht immer noch. Ja, schön, dass er aufgehört hat. Wow, schön, dass es offline ist. Das interessiert mich aber alles nicht. Auf die Schnauze, Junge! Ich habe mich ja letztens schon mal gewundert. Nachsitzen. Oh man, ich könnte doch auch mal meinen Sniper nehmen, theoretisch. Aber, nö. Stirb, Tutorio. Lass ab von Liara. Den hätte ich gerade auch voll in den Rücken schlagen können. Naja. Tod ist tot. Scheiße. Unsere Kommunikationsstation ist gesichert. Die Operationen in diesem Einsatzgebiet können weitergehen. Keine leichte Aufgabe, dass es so bleibt. Wie geht es, Miss Sato? Sie hat um Versetzung zu einer Allianzstation in der Nähe gebeten. Sie möchte helfen, wo immer sie kann. Gut. Wir brauchen absolut jede Hilfe. Back at Ende. Ja, wir brauchen absolut jede Hilfe. So. Die Allianz ist noch stärker geworden. Mit der Kommunikationssystem. Cool. So. Die Salarian ist noch ein bisschen schwach auf der Brust. Und der Thiel auch, aber das kriegen wir schon noch hin. Und Service wird, denke ich, auch mal noch ein bisschen stärker werden, aber alles in der Zeit. So. Dann gehen wir mal rüber und tun mal einem alten bekannten Besuch abstatten, nämlich dem Unbekannten. Wir gehen zu ihm, treten ihn in seinen hässlichen Arsch und gehen zurück. Ja, okay, lesen wir es nochmal. Kein Thema. Von Grunt. Da ein guter Kampf-Schubwort. Sie hören sie eh nicht, aber ich lasse Kompanie Alak ihren Namen rufen. Shepa, Shepa. Und wir trinken Grünkohl für meine Wunden. Grünkohl, wo sind sie, Shepard, geil. So, gibt's das was?